Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever 2 Eschtal. Heute mal wieder im schönen Baumodus. Ich bin Dennis und kommentiere jetzt mal wieder im Nachhinein, was hier so passiert ist. Ich freue mich sehr, dass ihr weiterhin dabei seid, denn ja, es sind ja jetzt auch schon 30 Folgen. Ich glaube, das ist die 30. oder... Ja, doch, ich glaube, es ist die 30. Folge. Deswegen auch hier mal so eine kleine, ja, besondere Folge mal wieder. Habe ich lange nicht mehr gemacht, weil es auch einfach sehr zeitaufwendig ist und ich so im Arbeitsalltag oft nicht die Zeit dazu habe. Aber hier hatte ich mal wieder Lust und zwar haben wir die letzten Folgen hier in Aschbergen, ganz im Süden der Map, die Industrieanlagen dort sozusagen, also die Kohleminen in unser Gesamtnetzwerk von Industrie- und Güterverkehr einbezogen oder eingebaut. Und dieser ganze Güterbahnhof, den ich da aufgebaut habe, der ist ja relativ groß. Da wurde ich auch schon wieder vielleicht zu Recht kritisiert, dass ich es da vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Aber ich fand irgendwie die drei Kohleminen nebeneinander haben irgendwie so dafür gesprochen, dass das irgendwie so ein richtig fetter Industriestandort ist. Und ich wollte das gerne auch entsprechend dann visuell sozusagen widerspiegeln. Einfach nur so diesen Güterbahnhof zu bauen mit den Kohleminen daneben. Es war mir aber zu langweilig und ich hatte jetzt gerade mal wieder ein paar Stunden Zeit. Es war jetzt gerade mal wieder Feiertag und dann habe ich gedacht, nehme ich doch mal wieder so eine Schönbausession auf. Full Disclosure, die hier hat knapp anderthalb Stunden gedauert, ist jetzt natürlich wieder deutlich beschleunigt. So, was mache ich hier? Ich bin in diesem Industriegebiet. Ich habe zuerst so ein paar Industriegebäude gesetzt, direkt am Bahnhof. Das sind tatsächlich funktionierende, arbeitende Industriegebäude, also die ich aber manuell gesetzt habe. Dann habe ich einen Parkplatz platziert. Ich dachte, irgendwo müssen ja auch so ein paar Lastwagen und so weiter dann untergebracht werden. Ich meine, die müssen ja auch irgendwo stehen. Fand ich jetzt hier nicht so hübsch, dass dadurch, dass die Kohlemine daneben so ein bisschen höher liegt, hatte dann dieser Parkplatz so eine steile Erdwand hinten. Da habe ich gedacht, dann baue ich doch da mal so eine Betonbarriere hin. Und jetzt tue ich mich gerade so ein bisschen schwer, Treppen hier zu setzen und Lastwagen. Was einfach daran liegt, dass ich ja verschiedene Mods installiert habe und einige davon machen ungefähr das gleiche, aber auf etwas andere Art. Zum Beispiel habe ich zwei Mods oder zwei Mod-Pakete, die Lastwagen drin haben. Oder eben Auto-Assets, 3D-Assets. Und die sind teilweise aber, reagieren die unterschiedlich. Die einen kann ich nicht auf Straßen manuell setzen. Und die anderen, man sieht es hier, die kann ich überall hinpacken, wo ich will. Das mache ich jetzt auch. Genau, stelle ich hier so ein paar Laster hin. Ich hatte dann zuerst hier noch angefangen, auch irgendwelche amerikanischen Laster dahin zu bauen, aber ich fand das dann irgendwie unrealistisch, weil so eine, einfach diese Bauweisen, Bauarten von Lastern, die haben wir halt einfach nicht in Deutschland. Oder nur sehr selten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die hier mit solchen 40 Tonnern aus Amerika rumfahren. Zwischendurch setze ich dann immer mal noch irgendwelche Schmuckassets, also irgendwelche Industrieanlagen, Gebäude. Oder legen ein paar Holzstapel irgendwo hin, was man halt erwarten würde in so einem Industriegebiet. Hier kommt jetzt noch so ein großer Brennofen oder es ist eher, glaube ich, so ein Raffinerietank hin, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht ist das dann irgendwie so ein... Das ist ja hier nicht nur ein Kohlebetrieb, sondern das ist ja so ein zentrales Industrielager oder eine zentrale Industrieanlage. Und da könnte es ja auch sein, dass da einfach irgendwie... Brennstoffe gelagert werden, die dann ja vielleicht für die vielen Lastwagen, die hier ankommen, genutzt werden oder so. Da habe ich jetzt keine krasse Storyline dahinter. Aber was ich hauptsächlich verteile hier überall sind Kohlewannen, also diese großen Lagercontainer für Kohle. Die sieht man hier überall. Hier habe ich mal so einen Unterstand gebaut, einfach nur, weil die Kohle ja auch nicht nass werden soll möglichst. Versuche dann immer da, wo ich Gebäude gebaut habe, größtenteils auch den Dreck sozusagen zu übermalen mit Asphalt. Weil wir da ja dann auch, ja, weil das ja auch einfach Sinn macht, weil wenn da irgendwelche Gebäude stehen, dann muss es ja irgendein Fundament geben. Und das würde man ja normalerweise nicht auf Sand bauen. Das
gibt ja sogar das Sprichwort, dass man da auf Sand gebaut hat. Das ist normalerweise nichts Gutes, sagen wir es mal so. Genau, hier kommen dann noch teilweise irgendwelche anderen Waren hin, einfach für die Optik. Ich hatte hier zwischendurch das Problem, dass immer mal das Spiel sich minimiert hat. Das hat so ein bisschen genervt. Das habe ich dann aber irgendwann abgestellt. Und dann passierte das auch nicht mehr. Jetzt hier am Anfang hatte ich das irgendwie zwei, dreimal. Das habe ich jetzt auch vergessen rauszuschneiden, wie ich hier gerade sehe. Aber ich denke, das werden wir alle überleben. Ja, ihr seht mich oft hier so ein bisschen in meinen ganzen Assets rumfummeln und ausprobieren. Ich habe manchmal so Ideen, wo ich was hinhaben will, wo ich welche Art Gebäude irgendwie hinhaben will. Und dann merke ich aber, also ein richtig schönes, passendes Gebäude habe ich nicht. Oder die ich finde, die passen da dann doch optisch nicht so ganz hin. Und ich meine, ihr müsst halt bedenken, müsst ihr nicht, aber ich gebe zu bedenken, ich habe hier wirklich mittlerweile tausende Assets, aus denen ich auswählen kann. Und die sind, dadurch, dass sie sich, wie ich am Anfang gesagt habe, auch teilweise doppeln, mehrere hier so Icons, hinter denen sich dann zum Beispiel Fahrzeugassets verstecken, muss ich halt auch immer so ein bisschen gucken, wo bin ich gerade, wie funktioniert dieses Asset, kann ich das da überhaupt nutzen oder kann ich das gar nicht an der Stelle verwenden, weil da irgendwie was im Weg ist oder so. Wie reagiert zum Beispiel die Treppe, kann ich die da setzen? An manchen Stellen geht es gut, an manchen Stellen geht es gar nicht. Und das ist mir zum Teil, weil ich jetzt natürlich auch nicht in der Mod-Entwicklung drin stecke. Ich habe keine Ahnung, wie die Mods sozusagen exakt erstellt werden, welche Mods da oder welche Objekte als Vorbilder für die Mods dienen, die ich hier runtergeladen habe. Sprich, ist das etwas wie ein Gebäude, was man eben an Straßen setzen muss? Oder basiert die Mod auf, keine Ahnung, auf Bäumen, die ich mehr oder weniger überall hinsetzen kann? Okay, vielleicht nicht auf Straßen oder Gebäuden, aber sonst überall. Ihr seht jetzt gerade die Assets hier zum Beispiel, diese wahren Güter-Assets, also zum Beispiel diese Holzstämme, die ich hier lege, die kann ich auch auf Gebäude, die eine Funktion im Spiel haben, wie die Bahnhöfe, raufsetzen. Wieder andere Assets, wie jetzt diese Treppen hier zum Beispiel, die ja eigentlich eher dafür gedacht sind, so Straßenüberführungen zu bauen, die funktionieren nur unter bestimmten Voraussetzungen an Straßen. Da muss man bestimmte Optionen an- und ausschalten. Und teilweise gehen Sachen halt irgendwie, weiß ich einfach, habe ich mir die runtergeladen und weiß einfach nicht, wie sie jetzt genau funktionieren sollen, weil ich es einfach nicht checke. Da müsste ich mir dann vielleicht nochmal irgendwie die README durchlesen, wenn es eine gibt oder so. Aber wenn ich jetzt hier schon im Spiel bin und nicht rauskriege, wie sie funktionieren, die Mods, dann benutze ich sie schlicht einfach erstmal gar nicht. Ja, und dadurch, dass es so viel ist und ich teilweise eben auch gar nicht mehr weiß, was ich mir da vor 2 Monaten mal runtergeladen habe oder so, muss ich halt teilweise auch ein bisschen suchen. Deswegen mache ich diese Schönbaufolgen halt auch ungern oder würde ich sie ungern einfach im laufenden Let's Play machen, in einer ganz normalen Let's Play-Folge, weil es ja schließlich ja, auch einfach ein bisschen ermüdend, glaube ich, ist für euch zuzugucken, während ich irgendwie 5 Minuten in meinen Mod-Menüs hier rumsuche, in meinen Asset-Listen, was ich jetzt benutzen möchte. Das wäre vielleicht mal eine Idee für einen Livestream, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin bei diesem Schönbauen, bin ich so auf so eine ganz komische Art konzentriert, dass ich dabei nicht mal Musik hören kann. Also ich habe es versucht jetzt, als ich das hier aufgenommen habe, habe ich versucht einfach dabei so ein bisschen Spotify angemacht und wollte so ein bisschen Musik hören am Anfang und habe aber nach 5 Minuten gemerkt, dass ich das nicht hinkriege geistig. Was ich total lustig finde, weil ich ja auch teilweise irgendwelche, jetzt ohne Let's Play, irgendwelche Spiele, die deutlich komplexer sind als jetzt hier so schön bauen, wo ich ja nicht mal auf irgendwelche, keine Ahnung, Spielmechaniken achten muss. Ich muss ja jetzt nicht irgendwie darauf achten, dass die, keine Ahnung, die Infrastruktur richtig funktioniert oder sonst was, sondern es ist ja wirklich nur rein visuell, was will ich da haben, wie baue ich das? Und ich spiele halt auch sowas wie Anno privat, dann ist Anno 1800 zum Beispiel, und guck dabei halt Let's Plays oder guck irgendwie eine Fernsehserie oder sowas bei Netflix, so mit einem Auge auf dem iPad nebenbei, während ich am Computer sitze, wenn ich es einfach nur für mich spiele. Das geht wunderbar meistens und das hier ging halt gar nicht.
Habe ich die Musik ausgemacht und habe weiter aufgenommen. Und einfach nur mit der Ingame-Musik. Deswegen befürchte ich, dass es vielleicht mir nicht so richtig möglich sein wird, das zu machen, wo ich nicht mal Musik bei hören kann und dabei das noch vernünftig zu kommentieren. Ich glaube, deswegen wird das auch nichts mit einem Livestream-Schönbau. Also, könnt mir vorstellen, dass ich da einfach nicht die geistige Kapazität für habe. Offensichtlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Weil ich muss ja auch so ein bisschen das kommentieren, was ich dann da mache. Und ich verstehe schon, warum die meisten Let's Player, die City Skylines oder Transport Fever oder andere Spiele dieser Art, auch Minecraft, die das Let's Playen, und zwar mit so einem gewissen Schönbauanspruch, die hat sich durchgesetzt quasi als Standard, dass man das im Nachhinein vertont, so wie ich das jetzt mache. Und ich kann das sehr gut verstehen, weil wahrscheinlich geht es nicht nur mir so. Tatsächlich das eigentliche Spiel spielen, also wirklich Bahnverbindungen aufbauen und Logistik zu machen und zu planen und irgendwelche Straßenverbindungen herzustellen, Tramgleise zu verlegen oder so, also die eigentliche Spielmechanik von Transport Fever hauptsächlich zu nutzen und euch zu zeigen, das funktioniert erstaunlich viel besser tatsächlich. Selbst wenn ich sozusagen rede und spiele gleichzeitig. Aber auch da merkt man, glaube ich, oft, wenn ich gerade konzentriert bin, dass ich dann irgendwie 10 Sekunden nichts sage oder nur so, keine Ahnung, irgendwelchen Blödsinn von mir gebe. Dreimal sage und nicht mehr weiß, wo ich war. Ich glaube, das fällt dann schon auch auf. So, jetzt habe ich mehr oder weniger hier so inhaltlich die ganzen Gebäude und Assets gesetzt, die ich an dieser Stelle setzen wollte. Habe hier noch Lärmschutzwand gesetzt zum Bahnhof. Ist nicht wirklich notwendig, weil wir sind ja in einem Industriegebiet, aber natürlich, ich habe sie ja hauptsächlich da an der Stelle gesetzt, um so eine gewisse Abgrenzung von der Bahnstrecke zum Industriegebiet zu haben. Und aus dem gleichen Grund, weil Abgrenzungen, also Mauern und Zäune, einfach immer eine gewisse visuellen oder einen gewissen Realismus bringen in solchen Schönbauprojekten. Also ich finde zumindest, das ist dann immer sehr auffällig, wie viel realistischer es aussieht, wenn Zäune irgendwo stehen oder Mauern. Deswegen fand ich das ganz sinnvoll, weil man baulich in der Realität wahrscheinlich auch so Industriegebiet nicht einfach ohne irgendeinen Zaun zu einem naheliegenden Güterbahnhof bauen würde. Deswegen habe ich da mal diese Mauer gesetzt. Und ich meine, in dem Industriegebiet, das sind ja auch quasi so Werkstätten oder Büros, da arbeiten ja auch Menschen, die wollen ja auch nicht von den alle 5 Minuten da einfahrenden Güterzügen die ganze Zeit irgendwie zugetrötet werden. Außerdem fliegt da ja vielleicht auch eine Menge Kohlestaub rum und so, dann hat man da so eine 4 Meter, 5 Meter hohe Mauer, die das so ein bisschen zurückhält. Das ist einfach, glaube ich, ganz sinnvoll. Ich habe dann hier noch so eine Mauer zum Industriegebiet gebaut, die sozusagen, die Schallschutzwand gehört zum Bahnhof und diese Mauer, die ich jetzt gerade baue, gehört zu dem kleinen Industriegebiet oder Gewerbegebiet. Das sind ja irgendwie so Speditionen, hier sieht man ja relativ viele Kisten, die ich da hingesetzt habe. Also irgendwelche Lieferbetriebe vielleicht, die irgendwas entmontieren oder so. Es sind ja keine riesigen Fabrikgebäude. Also ich würde sagen, das ist so Kleinindustrie, Kleingewerbe, Anlagen. Genau. Jetzt statte ich hier noch ein paar Sachen so ein bisschen mit Assets aus. Hier vorne den Eingangsbereich zum Industriegebiet, da habe ich eine Schranke gebaut, die aber offen ist. Dann gibt es auch noch so ein kleines Pförtnergebäude sozusagen. Da kommen noch ein paar Kisten hin, die das Ganze so ein bisschen ausschmücken. Und ich habe mir halt überlegt, dass ich überall an die Ränder dieses Gebiets Bäume setzen wollte, weil das liegt ja sozusagen am Rand der Stadt. Direkt dahinter kommen die hohen Berge, da fangen dichte Wälder an. Da war gerade irgendwie die Grafik voll im Arsch. Keine Ahnung, was da los war. Genau, hier ist auch so ein Pförtnergebäude, weil man da sozusagen irgendwie ja diese kleine Industriestraße dann da hinten noch reinfahren kann von dieser Hauptgewerbestraße. Und genau, jetzt setze ich überall noch so ein bisschen Bäume drumherum, weil ich das schon haben möchte, dass das hier so am Rande der Stadt in so einem Art Waldgebiet liegt.
Hier sieht man mal dann tatsächlich auch so ein bisschen, hat man gerade gesehen, von oben so eine Übersicht über das gesamte Gebiet. Da gibt es natürlich am Ende dieser Folge nochmal so ein klein paar Überflüge. Da habe ich mir nochmal die Zeit genommen, für euch da so ein paar Beauty-Shots zu machen, wie eigentlich auch bei den anderen Schönbaufolgen. Genau, das finde ich eigentlich immer ganz schön als Abschluss. Ich habe von zwei Leuten gelesen, dass sie das ein bisschen lang finden. Einer hat geschrieben unter der letzten Folge, die ist ja jetzt auch schon einen Monat her oder so, die letzte Schönbaufolge, hat gesagt, es war zu kurz, hätte gerne mehr davon gesehen, gerne auch kommentiert. Ich finde eigentlich den Kompromiss ehrlich gesagt ganz schön, das so 2 Minuten lang zu machen. Wer sich das nicht so lange angucken möchte, der spult halt vor. So ungern ich das natürlich sage, aber ich meine, jetzt zwingt euch ja keiner, die 2 Minuten komplett zu gucken. Ich finde es eigentlich ganz schön, mit ein bisschen angenehmer Musik unterlegt, dann nochmal in Ruhe sich anschauen zu können, was ich da so gebaut habe über die letzten 1,5 Stunden hinweg, was ihr davor gesehen habt. Meistens ist es auch so, dass ich den Bild hier aufnehme, dann aufhöre, das aufzunehmen an einem bestimmten Punkt X, wo ich sage, jetzt habe ich eigentlich genug Material für so eine Zeitrafferfolge. Und dann habe ich sozusagen ja nur noch vor mir diese Kameraaufnahmen für die Beauty-Shots zu machen, diese Überflüge und sowas. Und meistens fallen mir dann noch 5 Sachen auf, die ich noch besser machen möchte für die Beauty-Shots. Das heißt, wenn ihr bis zum Ende durchhaltet, dann seht ihr eine Version, die meistens noch mal eine Viertelstunde weitergebaut ist, als das, was ich euch jetzt hier gezeigt habe. Da reisen wir also sozusagen noch ein Stück in die Zukunft. Und diesen speziellen Beauty-Shot heute, dieses spezielle Überflugaufnahmen, die sind tatsächlich sogar fast eine Stunde später entstanden, nachdem ich noch eine Stunde gespielt habe, weil ich bis dahin noch tatsächlich Industrieanlagen angebunden habe an das ganze System. Ihr seht ja hier, endet der Bahnhof jetzt schon hier direkt an diesem Industriegebiet. Und da gehen keine Gleise weiter nach Süden, also jetzt in dieser Sicht nach links oder jetzt nach unten. Der endet halt einfach der Bahnhof. Das habe ich dann noch geändert, weil hinten im Gebirge, neben diesem Industriegebiet, gibt es ja auch noch Holzfällerbetriebe und weitere Kohleminen. Und die habe ich dann zum Teil noch angebunden. Das seht ihr dann aber so, ja, natürlich noch nicht in jedem Detail, aber gleich auch noch in den Beauty Shots. So, darauf könnt ihr euch also freuen. Das geht jetzt gleich los. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Ende vielleicht ein kleines Like da lasst und mir in den Kommentaren schreibt, wie ihr diese Folge fand. Ich war Dennis, macht's gut.